Wir sind jetzt bei Sibi Data und wollen euch mal erklären, wie die Sportler eigentlich zu ihren Startnummern kommen. Die Sportler können sich ihre Nummern nicht selber aussuchen, sondern das wird ausgelost. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, dass am Tag vor dem Rennen solche Listen ausgegeben werden, die dann von den Trainern ausgefüllt werden. Und da ist es so, dass 4 Startgruppen belegt werden müssen. Also es muss jede Startgruppe einen Sportler enthalten. Maximal 3 Sportler können in einer Startgruppe sein. Es geht dann meistens nach dem jeweiligen Gesamtweltcupstand, in welcher Reihenfolge die Athleten dann sich aussuchen dürfen, in welcher Startgruppe sie starten möchten. Das wird dann in die Liste eingetragen und kommt dann danach hier bei Sibi Data im Büro an. So, nachdem die Trainer dann die Startgruppenlisten abgegeben haben, werden die Namen nach Startgruppen geordnet, dann im Computer eingegeben. Das wird hier gemacht. Und dann haben wir eben beobachtet, wie die ausgelost werden. Das heißt, ein Zufallsprinzip sucht dann die Namen aus und stellt die Startliste zusammen. Und das war es dann schon. Und dann ärgern sich manche Sportler, aber viele freuen sich auch.